Ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer zweiten Diskussionsrunde heute Nachmittag. Ich freue mich sehr, dass Sie trotz des Wetters den Weg wieder zurückgefunden haben. Uns erwartet jetzt eine äußerst spannende Runde, die sich noch mal etwas vertieft befassen will mit unserem Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft und der Frage, was wir eigentlich genau unter Integration verstehen sollten. Und auch wenn Sie die Anwesenden hier vorne in unserer Runde schon kennen, will ich Sie wenigstens kurz vorstellen, kurz deshalb, damit wir möglichst viel Zeit für die Diskussion haben. Ich begrüße herzlich Katrin Göring-Eckardt in unserer Runde, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 den Grünen, die nicht nur Erfahrung hat als Fraktionsvorsitzende, sondern auch in zahlreichen anderen Funktionen, etwa als Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags oder auch, das sollte man vielleicht bei der Gelegenheit mal erwähnen, als Präses der Synode der EKD. Also auch Katrin Göring-Eckardt hat eine religiöse und kulturelle Identität jenseits der Politik. Sogar Katrin Göring-Eckardt. Herzlich willkommen, Katrin. Wir freuen uns, dass du da bist. Dann rechts neben Katrin Göring-Eckardt Seren Atış. Seren Atış ist in erster Linie Rechtsanwältin und Autorin, die sich aber darüber hinaus seit langen Jahren, man kann mit Fug und Recht sagen, seit Jahrzehnten in die Integrationsdebatte einmischt, auch sehr kontrovers einmischt. Deswegen sind wir doppelt froh, dass sie heute Nachmittag bei uns ist und sogar auch Muslimin. Seren Atış, herzlich willkommen. Dann begrüßen wir Naika Furutan in unserer Runde, die nicht nur Politikwissenschaften studiert hat oder Politikwissenschaftlerin ist, sondern sogar auch noch Romanistin und Islamwissenschaftlerin, die aber jetzt am Institut für Sozialforschung der Humboldt-Universität lehrt und arbeitet und darüber hinaus ein Forschungsprojekt leitet, das sich mit hybriden Identitäten befasst, in der insbesondere von Musliminnen und Muslimen, aber überhaupt mit der Frage, was heißt Identität? Und deswegen ist es kein Zufall, dass Frau Furutan heute bei uns ist. Herzlich willkommen. Und last but not least, Gari Pavkovic, der die lange Reise aus Stuttgart angetreten hat. Herr Pavkovic ist nämlich seit langen Jahren, schon seit Anfang der Nullerjahre, Integrationsbeauftragter der Stadt Stuttgart. Und das freut uns natürlich auch deshalb, weil Stuttgart einen hervorragenden Bürgermeister hat. Und es ist doppelt geschickt, weil Herr Pavkovic eben schon seit langer Zeit die Integration Frage auf kommunaler Ebene verfolgt und was ist Integration ohne die Kommunen? Vermutlich sehr wenig, deswegen herzlich willkommen, Gari Pavkovic. Ich würde jetzt zum Einstieg, bevor wir vielleicht dann auf konkretere Aspekte kommen, vielleicht doch nochmal den Faden aufnehmen und danach fragen, was wir eigentlich sinnvollerweise mit dem Integrationsbegriff verbinden sollten. Und zwar würde ich die Frage vielleicht gerne mal so stellen, dass Sie sich noch gar nicht so direkt auf die Frage von Migration und Einwanderung bezieht, sondern noch allgemeiner. Welche Erwartungen sollte eigentlich der Staat oder die Gesellschaft an eine Gesellschaft formulieren über den Rechtsgehorsam hinaus? Und zwar an eine Gesellschaft, die sich als sehr plurale darstellt, nicht nur, aber auch aufgrund der Einwanderung. Und Pluralismus ist ja nicht einfach nur eine Pluralität von Geschmäckern und Vorlieben in Sachen Sport oder Musik, sondern wir sprechen hier auch von tiefen Selbstverständnissen, von tiefen Überzeugungen in einer pluralen Gesellschaft.
Also ich fange mal mit dir an, Katrin. Was würdest du als grüne Politikerin sagen, wären die Erwartungen, die wir sozusagen an die Bürgerinnen und Bürger stellen sollten? Ich habe erstmal so ein kleines Störgefühl, wenn es um Rechtsgehorsam geht, weil der Staat setzt ja rechtliche Rahmen. Der Staat sind wir dann im Zweifelsfall alle. Und das heißt auf der einen Seite, dass man diesen Rahmen einhalten muss. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass natürlich das eigene Recht geschützt wird und zur Verfügung gestellt wird. Also es ist beides. Es ist nicht nur eine Erwartung des Staates an den Einzelnen, sondern es ist natürlich erstmal auch das Recht auf Freiheit, freie Entfaltung und so weiter. Das sollten wir nicht vergessen, weil das mit dem Gehorsam, also da habe ich erstmal ein Störgefühl, wo ich sage, nee, darum geht es gar nicht. Es geht um eine Gegenseitigkeit. Was können wir darüber hinaus erwarten? Da würde ich auch gerne einen Unterschied machen, weil der Staat kann erwarten, dass wir uns alle an Gesetze halten und an die Verfassung und so weiter. Aber die Gesellschaft, die kann natürlich noch mehr erwarten. Und da würde ich sagen, es geht darum, dass wir uns die Frage stellen, welche Identität wir eigentlich gemeinsam haben oder welchen Teil unserer Identität wir gemeinsam leben wollen. Es geht darum, wie wir uns aufeinander einlassen oder ob wir nebeneinander herleben. Das gehört für mich ganz zentral dazu. Also ob wir sagen, du bist Muslima, ich bin evangelische Christin, und wir haben nichts miteinander zu tun. Nein, wir haben was miteinander zu tun, weil wir benutzen die gleiche Straßenbahn, wir leben nach den gleichen Gesetzen und unsere Kinder gehen gegebenenfalls, wenn sie jetzt gleich alt wären, in die gleiche Schule. Und deswegen haben wir was miteinander zu tun und es geht auch nur, indem wir nicht nur miteinander reden, sondern im Zweifelsfall auch miteinander streiten. Und das hat nicht nur was mit Religion zu tun, das hat was mit Kultur zu tun, etc. Und das, ich glaube, das Entscheidende ist, dieses sich aufeinander einlassen, nach gemeinsamer Identität fragen. Und in der Bibel gibt es diesen schönen Satz mit Suche der Stadt Bestes, also für das Gemeinwesen das Beste herauszuholen. Ich glaube, wir sind im Moment an einer Stelle, wo es darauf ankommt, dass wir fragen, was ist eigentlich das neue Gemeinsame? Wir haben das in Deutschland in der jüngeren Vergangenheit einmal verpasst. Das war nach 1989. Damals gab es ja von den ostdeutschen Bürgerbewegten eine Initiative, eine gemeinsame neue Verfassung zu diskutieren und auch zu schreiben. Und diesen Prozess haben wir verpasst. Und ich glaube, deswegen hat es auch eine anhaltende Entfremdung zwischen Ost und West gegeben. Und jetzt werden wir heute, das wäre auch gar nicht wünschenswert, nicht über eine gemeinsame neue Verfassung reden. Damals haben sich ja gab es eine Vereinigung und einen Beitritt zum Gebiet des Grundgesetzes. Rechtlich kennen wir das alles. Heute geht es nicht um eine neue Verfassung, aber es geht um die Frage, welche Gesellschaft sind wir und welche gemeinsame Identität haben wir. Und wir sollten darüber nicht hinwegsehen. Und zwar ganz egal, wie lange wir hier sind, ob wir einen Tag hier sind oder ob unsere Großeltern auch schon hier geboren sind. Und ganz egal, in welchem Teil dieses Landes wir leben. Und übrigens auch ganz egal, wie lange jemand vorhat, hier zu bleiben. Vielen Dank. Applaus ist erwünscht. Katrin, darf ich noch mal einmal nachhaken? Wie weit wollen wir denn gehen oder würden wir denn gehen, wenn wir diese gemeinsame Identität beschreiben wollen? Vielleicht mal zwei Bilder. Man könnte ja sagen, die liberale Gesellschaft ist die, die das respektiert, dass andere in einem ganz tiefen Sinn einer anderen Überzeugung sind. Also mir fällt da zum Beispiel meine Verwandtschaft aus dem Schwäbischen ein, die etwa in Fragen gleichgeschlechtlicher Lebensbeziehungen oder sagen wir auch in Fragen von Multikulturalität möglicherweise ähnlich tickt wie ein Teil wie ein Teil der migrantischen Gesellschaft, nämlich sehr, sehr konservativ und skeptisch. Also ich will damit sagen, das ist nicht nur ein Phänomen der Einwanderungsgesellschaft, das kenne ich schon aus meiner Verwandtschaft. Wäre jetzt die Idee zu sagen, die liberale Gesellschaft hält diese Widersprüche aus? Oder würdest du sagen, Identität heißt schon letztlich, also Rainer Vohs sagt, Toleranz fängt da an, wo wir Dinge respektieren, die wir für falsch halten? Oder würdest du sagen, eigentlich bräuchten wir ein stärkeres gemeinsames Wertefundament,
das nicht einfach nur in dem Sinn auf Meinungsfreiheit und Respekt beruht. Ich stimme Rainer Forst zu, aber ich glaube nicht, dass man danach einen Punkt machen kann. Also erstmal ja, Toleranz fängt da an, wo ich etwas tolerieren muss, was ich komplett für falsch halte und für fremd und so weiter. Aber das heißt dann trotzdem, dass ich mich auf eine Debatte einlasse, dass ich nachfrage, dass ich dieses unglaublich Fremde, mir völlig absonderlich Erscheinende kennenlerne und auch streite. Und mit deiner Verwandtschaft auf der Schwäbischen Alb würde ich dann über die Ehe für alle streiten. Und ich würde ihnen auch sagen, ich kann das aushalten, dass ihr das total anders seht, aber ich suche nach gesellschaftlichen und dann auch politischen Mehrheiten, um es anders zu machen, als ihr es wollt, weil da ist Toleranz, Toleranz ist eine, demokratische Entscheidung und Mehrheiten ist das andere. Und ich glaube, es geht nicht, dass man einfach nur sagt, macht doch, was ihr wollt, denkt doch, was ihr wollt, lebt ihr doch in eurer Parallelgesellschaft im Netz oder auf der Schwäbischen Alb oder sonst wo, weil dann werden wir an Stellen aufeinander prallen und aufeinander treffen, wo wir es nicht erwarten und wo es plötzlich und unerwartet gefährlich wird, weil sich alle nur in ihrer eigenen Bubble, und die kann Alp sein und die kann im Netz sein, wo sich alle nur in ihrer eigenen Bubble immer wieder selbst bestätigt haben, dass sie doch total recht haben. Und dann wird es gefährlich und schwierig in allen Räumen, wo man miteinander klarkommen muss. Und Kita und Schule ist mal der erste Raum. Also in der Schule haben wir ja alle, ja, da kann man auch nicht raus, da muss man hingehen. Und man muss da auch eine gewisse Zeit jedenfalls bleiben. Und ich möchte es jedenfalls unseren Kindern nicht zumuten, dass die das dann austragen müssen an der Stelle, wo sie sich nicht mehr wehren können. Vielen Dank. Ich glaube, die Nachfrage hat sich gelohnt und würde jetzt an Sera Attisch weitergeben und fragen, würden Sie sich da anschließen? Ist es das, was wir im Kern als Erwartung an die Bürgerinnen und Bürger formulieren würden, sich republikanisch einzumischen, sich nicht abzugrenzen, sondern den demokratischen Raum zu betreten? Oder können Sie damit also was anfangen? Bürger und Bürgerinnen dieses Landes werden, heißt das ja für mich. Also da würde ich mich schon einschließen, wenn Sie sich dafür entscheiden, Bürger und Bürgerinnen dieses Landes werden zu wollen. Und da bin ich eigentlich ziemlich nah beim Verfassungspatriotismus dann doch, wo ich sage, wenn jemand Staatsbürger eines Landes werden will, also vom Staat aus betrachtet, der einlädt, sagt, ich gebe dir die Staatsbürgerschaft, dann ist das ein Vertrag zwischen beiden Seiten, zu sagen, ich gebe dir all die Rechte, natürlich auch die Pflichten mit. Und gleichzeitig wünsche ich mir natürlich dich als Staatsbürger dieses Landes mit allem, was dazu gehört. Und das bedeutet nicht einfach nur einen Reisepass in die Hand zu bekommen oder einen Personalausweis. Also sich schon dessen gewiss sein, was ist das für eine Gesellschaft, in die ich als Staatsbürger eintrete und als Mensch, der in diesem Land lebt. Und in was für einen Vertrag möchte ich, in was für eine Beziehung möchte ich da gehen. Egal, ob man jetzt 2, 3, 4 andere noch hat, ja, also sich dann für dieses Land entscheidet. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Ansatz in den letzten Jahren gewesen, was auch so die Identität anbelangt. Ja. Wir haben mehrere Identitäten, das haben wir gerade schon aufgezählt. Es gibt nicht nur eine einzige Identität, die wir alle besitzen. Vor allem haben wir eben die Gastarbeiterkinder, und wir haben das gerade von Zeynep auch sehr schön geschildert bekommen, auch die Identität der Vielfalt, der transkulturellen Identität, dass wir in mehreren Sprachen träumen, denken, rechnen, lieben, streiten, dass das etwas Neues ist, was Katrin gerade so schön gesagt hat. Wir sind in einer neuen Form der Gesellschaft, aber auch mit neuen Identitäten. Und das wahrzunehmen, denke ich, ist wichtig in den Schulen. Ich finde, es gibt zu wenig Konzepte, das tatsächlich zu vermitteln. Also wir können das hier schön im akademischen Diskurs hier verstehen und vermitteln, und wir leben das ja auch alle, die wir hier so sind. Ja, auch du als Urdeutsche lebst das ja. Ich bin auch Ostmigrantin. Eben, genau, du lebst es total. Ich verstehe auch keiner. Absolut, wir verstehen uns. Peter ist der Einzige hier. Genau. Mit Ostdeutschen verstehe ich mich. Mit Ostdeutschen verstehe ich mich mit den neuen Bundesländern sehr gut, was das anbelangt. Ja, ich bin ja sofort als Hausbesetzerin in den Osten gegangen und bin ja auch nach wie vor im Osten, also von daher verstehen wir uns sehr gut. Also diese transkulturelle Identität, die sehr viele junge Menschen besitzen, ohne dass sie sich dessen bewusst sind, die würde ich sehr viel gern mehr angesprochen haben in Schulen, auch tatsächlich als Konzept für
das Willkommen heißen und das Einladen in die Gesellschaft. Und mit Staatsbürgerrechten meine ich eben, was ich vorhin andeutete mit dem Reisepass, sehr, sehr wichtig. Es ärgert mich schon, dass Leute sagen, ich habe den Pass, aber nicht das, was dahinter steht, auch tatsächlich haben wollen, eben demokratische Teilhabe, Teilhabe an der offenen Gesellschaft, auch aktive Teilhabe und nicht nur einfach nur die passiven Rechte. Und letzte Woche hatten wir leider das war als wir einen Personalausweis für meine Tochter machen lassen mussten, wir mussten Passbilder machen lassen. Und da war ein Vater mit ein türkischer Vater mit seiner Tochter, die mussten auch Passbilder machen für den Reisepass, den deutschen. Und die Tochter fragte, sind wir Deutsche? Und der Vater sagte, nein, wir sind nicht deutsch und wir werden nicht deutsch. Das ist nicht gut, deutsch zu sein. Das ist nur ein Beispiel. Wir haben viele andere Beispiele. Und so etwas erschreckt mich dann, weil ich den Kindern beibringen möchte, am liebsten eben das, was eben die Realität auch ist, dass sie nicht nur deutsch sind, sondern auch türkisch und kurdisch und albanisch und polnisch, dass sie eben diese vielen Identitäten in sich tragen. Das wünsche ich mir, dass das vermittelt wird, und zwar mit den Bürgerrechten und Pflichten zusammen. Auch da vielleicht nochmal eine kleine Nachfrage. Diese republikanische Erschöpfung, Leute gehen nicht mehr wählen, Leute beteiligen sich nicht mehr in demokratischen Institutionen, die haben ja auch massiv unter Herkunftsdeutschen. Würden Sie das als ein allgemeines gesellschaftlichen Auftrag beschreiben? Also es gibt ja auch viele, die sagen, ich bin Deutscher und meiden trotzdem die öffentlichen Räume, haben große Ressentiments gegen demokratische Institutionen. Sehen Sie da den Link zur Einwanderungsgesellschaft? Ja, selbstverständlich sehen wir das auch bei den Urdeutschen, ja, so wie auch immer das zu definieren ist, ja, die schon länger hier Lebenden, sagen wir mal, ja, die Zugezogenen verhalten sich da teilweise nicht anders, aber auch deshalb, weil eben noch nicht so eine Bindung auch tatsächlich zu diesem Land da ist. Also sich nicht unbedingt hier sehr für die innere Politik interessieren. Der dritte Flughafen und die dritte Brücke in Istanbul interessiert die Leute sehr viel mehr teilweise als das, was hier im Land geschieht. Und da müssen wir, glaube ich, noch mehr ansetzen, das Interesse auch für dieses Land überhaupt noch mehr zu wecken, zu sagen, das ist natürlich wichtig und richtig, dass du nach wie vor dich dafür interessierst, was in Istanbul oder Ankara passiert. Aber es ist, meine ich, auch sehr wichtig, dass du weißt und deinen Kindern vermittelst, was passiert eigentlich hier in diesem Land. Zum Beispiel mit dem Flughafen in Berlin, der immer noch nicht gebaut ist. Und die Türken haben es geschafft, den Flughafen, die Brücke, und bald ist der Kanal da. Also vielleicht können wir da ja noch was lernen. Ja, so. Es könnte ja einen Austausch geben zum Beispiel. Ja, aber einfach nur zu sagen, Gezi Park, genau. Also, dass man da schon auch die Brücken auch baut, weil die Brückenbauer sind ja da. Aber dass die Brückenbauer eher eben im Konservativen so stark sind, das erschreckt mich. Also im Konservativen und in der Abgrenzung, in diesem nationalistischen Denken, sind die Brückenbauer ja da. Assimiliert euch nicht, bleibt türkisch und interessiert euch mehr für euer eigenes Land, welches auch immer das ist. Vielen Dank. Naika Furutan, ich würde gerne neben der Frage, die wir jetzt hier schon in der Luft halten, unter uns halten, gerne nochmal konkret nachfragen nach diesem Begriff der Identität, der ja jetzt schon ein paar Mal gefallen ist. Kommt mir sofort das Tocotronic-Zitat in den Kopf: Wir sind viele, jeder Einzelne von uns. Und im Anschluss daran frage ich mich, wie würden Sie eigentlich mit diesem Identitätsbegriff umgehen in der pluralistischen Gesellschaft, in der wir ja längst leben? Macht der so noch Sinn? Haut der noch hin? Weil Identität sagt ja, irgendwie atmet der ja so ein bisschen eine starke Überzeugung, die sozusagen unabänderlich sein könnte. Und die Irritation der pluralen Gesellschaft ist ja, dass ständig Leute ganz andere Lebenskonzepte vorführen und damit natürlich auch immer die eigene irgendwie hinterfragen. Also fragen wir die Identitätsforscherin nach dem Identitätsbegriff. Also der Identitätsbegriff, der zeichnet sich dadurch vor allen Dingen aus, dass jeder immer damit etwas anderes meint.
Und eigentlich, wenn wir im ganz ursprünglichen Sinne gehen, einfach nur bezogen auf die Person selbst und den Wunsch, mit sich selbst identisch zu sein, eins zu sein, dann ist das nochmal ein ganz anderes Motiv, als wenn man Identitätsbezüge mit Gott aushandelt und will vielleicht mit Gott oder mit dem Gedanken Gottes identisch sein oder mit einer Gruppenidentität, wo man wiederum ganz viel transportiert auf das, was Ähnlichkeiten mit ganz vielen anderen Personen herstellt, die man vielleicht auch überhaupt nicht kennt, aber über eine ethnische Gruppe, kulturelle, religiöse oder nationale Gruppe zu sich selbst vereint. Aber das Interessante ist, was man ganz oft nicht bedenkt, ist, dass Identität eben so ein fluider Begriff ist und sich von Punkt und Punkt und Moment zu Moment verändern kann. Selbst in ganz starren Konzepten, von denen wir glauben, die sind über die Zeithistorie unveränderlich. Also nationale Identität verändert sich auch von Moment zu Moment und manchmal sogar von Legislaturperiode zu Legislaturperiode. Also jetzt, ich glaube, dass ab morgen die nationale Identität in England erstmal noch mal ein ganz anderes Momentum erzeugt als gestern. Und das sind so Positionen, wo man dann nach so Ewigkeitskonstrukten sucht und die vielleicht definieren kann in so etwas, was man sich irgendwann mal als Einigkeit gibt, zum Beispiel eine Verfassung, und sagt, ja, auf Basis dieser Verfassung sehen wir das Recht, dass alle Menschen unterschiedlich sein können, solange sie sich an die Prämisse halten, wobei das natürlich ein sehr hehres Ziel ist. Ich teile da auch die so emotional normativ teile ich die Punkte von Katrin und Seran, die sagen, eigentlich reicht es nicht, dass man einfach nur irgendwo lebt und sich unauffällig verhält, sondern es wäre ganz gut, wenn man so etwas wie ein Bekenntnis ablegt zu etwas, was einen als Teil einer Gesellschaft dann definiert. Aber in Wahrheit müssen wir auch sagen, hier leben 82 Millionen Menschen, und ich glaube, wenn ich jetzt mal einfach so hinein eine Zahl spekulieren würde, dann würde ich sagen, diejenigen, die sich bekennen aktiv und jeden Tag die demokratischen Werte zurückerinnern und das weitergeben, die sind wahrscheinlich unter 50%. Der Rest lebt so vor sich her in seinem Leben und denkt über solche Fragen eigentlich nicht nach. Das ist vielleicht eher der Luxus, dass wir darüber nachdenken können, über unsere normale Alltagsidentität hinaus noch eine politische Identität zu formulieren. Oder ihr habt es eben gesellschaftliche genannt. Ich würde fast sagen, da geht schon ein Politikbezug mit einher, als Demokrat zu agieren, als Republikaner zu agieren. Das ist ja nochmal eine andere Identität, als Mutter irgendwo zu agieren. Da muss ich mich nicht unbedingt über die Verfassung Konzepte austauschen, aber wenn ich mich jetzt als Demokratin definiere, dann muss ich vielleicht schon ein bisschen mehr auch aktiv über solche Bekenntnisorientierungen nachdenken. Gut. Darf ich das noch nicht einmischen? Ne? Warte mal noch einen kleinen Moment. Ich meine, es geht ja vielleicht noch gar nicht um Bekenntnisse, sondern vielleicht eher um die Frage, inwieweit man überhaupt auch im Mikrokosmos der Gesellschaft sich einmischt und sich nicht zurückzieht. Ich stehe noch unter dem Eindruck der Eltern, der Kita-Eltern, Elternsprechstunde von gestern, und schon da ist ja die Frage, macht man da mit, schaltet man sich da ein oder nicht, gell? Und dann gibt's halt die Eltern, die sind dabei, und die anderen, die kreuzen halt gar nicht auf, übrigens auch quer durch die Gesellschaft. Aber deswegen vielleicht tatsächlich ein ganz guter Moment, zu Herrn Pavkovic rüberzugehen. Denn um sich einmischen zu können und um teilhaben zu können, muss es ja überhaupt diese Orte geben, an denen man teilhaben kann, an denen man mitmischen kann. Und auch wenn Stuttgart keine 80 Millionen Einwohner hat, dann doch immerhin wie viele? 600.000, davon 1,5% Geflüchtete. Also immerhin 600.000, und deswegen fände ich das jetzt schon spannend zu hören von Herrn Pavkovic, über welche Orte müssen wir eigentlich sprechen, wenn wir diese Erwartung an die Bürgerschaft irgendwie formulieren, um welche Orte müssen wir die kümmern, und was sind Ihre Erfahrungen, dass so eine Teilhabe auch wirklich gelingen kann?
Da muss ich einen Schritt zurückgehen zu den Fragen der anderen Diskutanten. Sie fragen, was verbindet uns in einer heterogenen Gesellschaft, die durch Mobilität und Migration geprägt ist. Und 1 Million Geflüchtete heißt, wir suchen nach Selbstvergewisserung. Was sind unsere Werte, die das Zusammenleben halten? Ob das jetzt Stuttgart ist, Deutschland ist oder die Europäische Union ist. Also oder die soziale Gruppe oder der Kindergarten oder die Straße. Also was brauchen wir und was halten wir noch aus und zusammen, dass wir noch so etwas wie Verbundenheit fühlen. Das Wort Gemeinschaft ist im Deutschen gestört durch die Geschichte. Aber was sind Gemeinschaftsbildungsprozesse in einer heterogenen Interessensgesellschaft? Und da reicht es nicht, aus kommunaler Sicht nur zu sagen, wir befolgen Gesetze, sind Verfassungspatrioten. Das ist eine Selbstverständlichkeit, davon gehe ich aus. Und wenn das übertreten wird, gibt es auch Sanktionen, das ist klar. Sondern was verbindet uns auf der Werteebene? Wir haben persönliche Geschichten, Migrationsgeschichten, wir haben auch kollektive Migrationsgeschichten, die erzählt werden, alevitische, kurdische, türkische, griechische, kroatische. Die Bundestag-Resolution hat die kollektiven Geschichten jetzt aufgewühlt. Und was ist die gemeinsame Geschichte? Also was verbindet uns in Stuttgart oder darüber hinaus? In Stuttgart ist es leicht, so etwas wie eine soziale Inklusion zu kreieren. Wir sagen, jeder, der in der Stadt lebt, ist Stuttgarter, Stuttgarterin, Punkt. Herkunft, Pass, andere Merkmale interessieren nicht. Jeder ist Stuttgarter. Natürlich ist auch der Mensch, der aus Afghanistan seit 3 Monaten da, Stuttgarter. Und jeder Stuttgarter hat das Recht auf gleichberechtigte Teilhabe. Eingeschränkt durch die Bundesgesetzgebung. Der Afghane in Stuttgart als Asylbewerber darf keinen Integrationskurs besuchen, weil der Bund da irgendeine komische Unterteilung gemacht hat in Asylsuchende erster, zweiter, dritter Klasse. Aber dann machen wir kommunale Deutschkurse. Das heißt, wir sind glaubwürdig als Stadtgesellschaft, wenn wir sagen, alle haben die gleichen Teilhabemöglichkeiten. Bildung, Ausbildung, Arbeit, politische, kulturelle Teilhabe. Ein guter Stuttgarter ist jemand, der sich... Sie müssen das Mikro leider, den Fehler mache ich auch ab und zu, okay, direkt näher vor den Mund halten. Also, jeder Stuttgarter, Stuttgarterin, ist erstmal nichts Spektakuläres. Gute Stuttgarterinnen und Stuttgarter engagieren sich für andere. Das heißt, mich interessiert jetzt nicht so sehr, wo kommst du her, aus Bielefeld, Dortmund oder wie auch immer, sondern was ist dein Beitrag für die Stadtgesellschaft? Das ist ein bisschen dieses protestantische, leistungsethische Tradition, gute Stuttgarter machen was für andere. Und das betonen wir jedes Mal. Und wir meinen nicht die Kehrwoche, sondern wir meinen die 3.500 Ehrenamtlichen der Flüchtlingshilfe, 9.000 Geflüchtete, 3.500 in den Freundeskreisen, weitere Sportpaten, Bildungspaten, Ausbildungspaten, Jobpaten, Kulturpaten, Kinderschutzpaten und so weiter. Das ist also guter Beitrag für andere. Und natürlich ist es auch meine Frage an die türkischen, kroatischen, sonstigen Community, was ist euer Beitrag jetzt in der Situation Krisenmodus, Unterbringung, gesellschaftliche Teilhabe der Geflüchteten, was ist euer Beitrag? Wir haben ein Dolmetscherproblem. Viele unserer Freiwilligen können nicht Arabisch, Farsi, Pashto, Tigrinya. Also sage ich auch zu unseren Migranten, wir brauchen euch als Brückenbauer in die Gesellschaft. Dann haben wir so Refugee Guides, gefühlt 20 verschiedene Refugee Guides, Flüchtlingsguides. Lieber Flüchtling, bitte nicht den Müll auf die Straße werfen. Straßenverkehrsordnung und Mann und Frau sind gleich, Religionsfreiheit und so weiter. Was sind die Werte dazwischen? Der vom Landkreis sagt, ja, dann wirft er den Müll nicht auf die Straße, er wirft ihn in den Wald. Das heißt, die Idee, der öffentliche Raum ist unsere gemeinsame Verantwortung. Nicht meine 4 Wände sind meins, sondern der öffentliche Raum ist unsere gemeinsame Verantwortung. Du musst dich beteiligen, mitmischen. Deswegen nicht den Müll auf die Straße werfen. Und wie vermitteln wir das jetzt, und dann bin ich gleich fertig, in Flüchtlingsunterkünften, wo Menschen seit 6 Monaten, 12 Monaten da sind und 2 Jahre warten müssen, im Durchschnitt irgendwann einen Orientierungskurs nach dem Integrationskurs zu bekommen. Das heißt, wir haben Menschen, die null Information bekommen, was wir von ihnen erwarten. Also ich sage, unser Oberbürgermeister, der gut ist, sagt, jeder ist Stuttgarter, kein Rassismus, jeder ist zu beteiligen. Engagement für Schwächere und Ausgleich von Geben und Nehmen. Jeder gibt, bekommt was, Bildung gibt was zurück.
Flüchtlinge können erstmal nichts zurückgeben, sie sind in Nehmerposition, sie kriegen hauptamtliche, ehrenamtliche Unterstützung und haben aber keine Möglichkeit überhaupt zu erfahren, was kann ich denn geben. Das heißt, wir haben, ist schön und gut, wenn der Bund Integrationsgesetz macht, dann mit 100 Stunden Integrationskurs, heißt aber in der Regel 2 Jahre warten, wenn man nicht aus Syrien kommt, bis man anerkannt wird, um dann irgendwann nach 2,5 Jahren mitzubekommen, wie Deutschland liegt. Deswegen sagen wir, wir brauchen in den ersten 6 Monaten für die Menschen in ihren Sprachen Einführung über das gute Leben, Zusammenleben und die Erwartung. Vielen Dank. Ja. Katrin, ist dein Punkt noch aktuell? Ja, bin ich da. Also ich werde so ungern für den Bund und das Integrationsgesetz zuständig gemacht, weil das hat ja eine ganz blöde, falsche Grundvoraussetzung, nämlich dass man annimmt, dass Menschen sich nicht integrieren wollen und dass man daraufhin ein Gesetz macht. Und das ist ja genau der Punkt. Es geht ja nicht nur um diese Einteilung, sondern es geht genau um diese Frage und dann als nächstes darum, was meint man eigentlich mit Integration. Aber darum wollte ich gar nicht sagen, sondern ich wollte auf Naika reagieren, die gesagt hat, es sind maximal 50%, die auch politisch sind. Das wäre viel. Also jetzt mal, wenn ich von dem ausgehe, was du sagst mit, wir reden darüber, wie wir republikanisch sind und wie wir unsere Verfassung finden und so weiter. Ich glaube allerdings, bin ich ein bisschen bei der Bemerkung, die Peter gemacht hat, weil auch der Elternabend und die Kleingartensparte und was auch immer, das ist am Ende natürlich alles irgendwas, was mit Gesellschaft zu tun hat, was mit Politik zu tun hat, selbst die Verweigerung. Also selbst wenn jemand sagt, ich mache das alles nicht, ist das eine politische Aussage. Und das kann auch passieren, das erleben wir zum Teil jetzt gerade, dass Leute, die 20 Jahre lang gesagt haben, es interessiert mich alles nicht, jetzt plötzlich sagen, mich hat es die ganze Zeit nicht interessiert, aber jetzt finde ich es wirklich ganz beschissen, was ihr da macht, ihr da oben. Und ihr habt mich nicht gefragt. Und deswegen glaube ich, dass diese Einteilung nicht stimmt. Ich glaube nicht, dass es darum geht, Bekenntnisse abzulegen. Ich würde es auch nicht machen wollen. Ich habe mein letztes Bekenntnis abgegeben mit 40, das war mit 14. Das war Jugendweihe in der DDR und da habe ich lauter Lügen erzählt. Also dass man musste dann immer so sagen, ja, das schwöre ich und so. Das finde ich ganz absurd. Nee, darum geht es nicht, sondern es geht wirklich ja um die Grunderwartung, nicht um den Zwang, nicht um, du wirst bestraft, wenn du dieses oder jenes nicht machst. Ich finde es gut, dass man sich entscheiden darf, ob man wählt oder ob man eben nicht wählt. Ich möchte nicht nochmal erleben, dass die Typen mit der Wahlurne bei mir zu Hause vor der Tür stehen und sagen, sie haben übrigens noch nicht gewählt. Wir gehen mal davon aus, sie haben das nur vergessen. Ich hatte es nicht vergessen, ich wollte nicht wählen, weil ich in einer Diktatur nicht wählen will. Und weil mir klar war, das ist nur ein Beitrag, um diesen Staat zu stabilisieren. Und deswegen nicht Bekenntnisse, aber ich finde, die Grünen haben, glaube ich, in den 80ern mal diesen Slogan geprägt, das Private ist politisch. Das meine ich noch nicht mal. Das kommt nicht von den Grünen. Gab es sogar noch vorher, noch? Katrin. Ja, okay, da habe ich mich aber jetzt total vertan, ist aber nicht schlimm. Aber darum geht es mir noch nicht mal. Es geht mir darum, dass immer in dem Augenblick, wo ich irgendetwas in der Gemeinschaft unternehme oder mich aus der Gemeinschaft herausnehme, das auch eine politische Entscheidung ist, weil sie bedeutet etwas für das, was ich tue oder für das, was ich nicht tue. Egal, wo ich meinen Müll hinknalle, und das sind ja nicht nur die Geflüchteten, die den an die falsche Stelle packen, oder wie ich mich in der Schule engagiere, ob ich sage, das mit der Kita ist mir egal, ob ich sage, das mit dem Nahverkehr ist mir egal, das sind alles Grundlagen für Gesellschaft. Und da geht es jetzt nur um Infrastruktur, okay. Da geht es noch nichts um irgendwas Inhaltliches dabei. Vielen Dank, Katrin. Naika Furutan hatte sich auch schon gemeldet, Seren Atış ist als nächstes dran. Aber bevor Naika Furutan mit Sicherheit den Faden einfach weiterspinnt, wollte ich trotzdem noch mal eine Beobachtung einfädeln. Es gibt in der Stadtforschung, in der Stadtentwicklungsforschung so eine Unterscheidung zwischen der Mentalität in Klein- und Mittelstädten und in Großstädten. Und das Bild für die Großstadt, für die Metropole ist das des freundlichen Desinteresses. Und ich fand das ganz interessant, weil da sind wir ja auch ein bisschen stolz drauf, dieses Everything Goes, ja, jeder hat sein Way of Life. Und interessanterweise ist das ja total zugespitzt in diesem Werbeclip der BVG. Kennt ihr den? Ist mir egal.
Döner in der U-Bahn ist mir egal, Pferd auf dem Fahrrad ist mir egal und so weiter. Was mein Sohn findet, ist total toll. So, das ist ja aber nun gerade das Gegenteil. Das ist ja nun gerade das Gegenteil dessen, worüber wir gerade sprechen, nämlich den öffentlichen Ort, den öffentlichen Raum und die republikanische Erwartung in diesem Raum. Wie gehen wir denn damit um als Berliner, Frau Furuter? Ja, das ist eigentlich das, worauf ich eben hinaus wollte, zu sagen, man darf die Erwartungshaltung nicht zu absolut schrauben, weil genau das, dieser Moment des, was eben beschrieben wurde, freundlichen Desinteresses, das freundlich kann man auch kippen. Aber beim Berliner ja. Auch in Klammern. Genau, also insofern das Recht, sich herauszunehmen, sich nicht beteiligen zu müssen, ist vielleicht auch etwas, was im Zuge dieser ganzen Modernisierung von Gesellschaften mit dazugehört. Was eingangs schon erwähnt wurde, gibt es nicht auf diesem Tableau der Hybridität, der Vielfalt, der Heterogenität eben Raum für sehr, sehr viele Perspektiven. Und das führt uns wahrscheinlich ganz stark in ganz grundsätzliche Diskussionen von, wenn das so ist und wir erkennen, es ist eine sehr plurale Struktur, dann müssen wir in einem demokratischen System damit klarkommen, dass innerhalb dieser sehr pluralen Struktur auch sehr rechte Positionen zum Beispiel da sind. Das ist Teil dieses Tableaus. Aber das ist wahrscheinlich etwas, was man nicht, da fand ich es auch die Antwort von Katrin eigentlich darauf ganz nachvollziehbar zu sagen, ja, das kann ja durchaus so sein, jeder kann das machen, aber im Rahmen einer Entscheidung, die man als politische Entscheidungsträgerin fällt, sorgt man doch dafür, dass man versucht, diese anderen Positionen, für die man selber kämpft, den anderen zumindest verständlich zu machen und sie mitzunehmen. Wenn sie nicht mitgenommen werden, ist das trotzdem ihr demokratisches Recht und sie haben nicht weniger Bürgerrechte deswegen, aber sie werden halt trotzdem aktiv adressiert. Aber was anderes wollte ich auch noch mit reinbringen in die Debatte, dass ich es ganz spannend finde, dass es uns gelingt, hier jetzt schon die Hälfte des Panels zu sprechen, ohne das Wort Integration automatisch zu verknüpfen an Migration. Das ist ja ein ganz starker, eine ganz starke Entwicklung, dass man das überhaupt wieder schafft. Ja, wir haben ja festgestellt, in den letzten Jahren ist so eindimensional das Wort Integration an Migration verknüpft worden. Und hier kam von Anfang an, wie stellen wir uns eine integrative Gesellschaft vor? Welche Rolle leistet jeder von der kommunalen Ebene bis zur Bundesebene, von der Schwäbischen Alb bis, was weiß ich, wer gerade aus Ankara kommt dazu? Was eigentlich den Moment deutlich macht, in den wir eigentlich zukünftig orientiert reingehen müssen, wenn wir plurale Gesellschaftsstrukturen denken. Denken wir sie integrativ, dann müssen wir sie eigentlich an alle adressieren. Dann kommen wir nicht mehr weiter, wenn wir das so wie die letzten 30 Jahre so monokausal auf Migranten beziehen. Das war so ein bisschen die Idee. Trotzdem noch einmal hart nachgehakt, bevor Frau Artisch dran ist. Wenn die plurale, zugespitzte plurale Gesellschaft eine Tendenz hätte, zumindest in bestimmten, bestimmten Räumen sich aus dem Weg zu gehen. Ist es dann ein Problem oder weil Sie sagen, wir müssen uns engagieren oder müssten wir nicht diese republikanische Erwartung, also oder müssten wir uns nicht sehr viel überlegen, um diese gemeinsamen Orte und Räume zu kreieren und auch wirklich was dafür zu tun, dass dieses Gespräch unter Bürgern stattfindet. Das wollte ich noch mal so hart nachfragen, weil das kann man ja sozusagen sehr laissez-faire beantworten oder man kann viel dafür tun, diesen öffentlichen Raum herzustellen. Darf ich das noch mal fragen? Ja, ich glaube, wir müssten dann ein bisschen deutlicher werden, weil wir im Moment in so einem abstrakten Moment davon sprechen. Wenn ich jetzt sage, in dieser ganzen Abstraktion, die wir uns ja auch alle erkämpft haben, muss ich sagen, wenn sich Menschen in einem, keine Ahnung, Sadomaso-Milieu bewegen wollen, dann kann ich da nicht mit einer Werteorientierung drangehen und sagen, das finde ich aber eigentlich, passt das nicht zu meiner muslimischen Erziehung oder was weiß ich, christlichen. Und da müssen wir jetzt mal drüber sprechen, ob du dich nicht besser an meinen Erziehungsplattformen andockst. Das ist jetzt was anderes. Wir haben aber eigentlich dafür gekämpft, dass Gesellschaften so divers sein können, dass man ganz bestimmte Positionen innerhalb seiner Gemeinschaften auch pflegen darf. Ohne drüber zu sprechen, okay, genau. Okay. Also ich würde jetzt sagen, da muss sich niemand mir offenbaren, damit ich sage, ist das jetzt sexuell deviant oder nicht, sondern das ist eine freie Entscheidung für eine bestimmte Subgruppenorganisation. Und Subgruppenorganisationen sind ein Teil von
heterogen und plural gestalten. Wenn das jetzt einen Effekt hat auf Rechtspositionen oder auf, keine Ahnung, in irgendeiner Form Gesellschaft sehr stark mobilisiert, reden wir darüber, das ist klar. Verstehe schon. Aber in dem Falle finde ich... Man könnte ja auch sagen, wir müssen drüber sprechen, um gerade die Differenz, die in Ordnung ist, irgendwie sichtbar zu machen, genau wie bei der Religion auch. Aber okay. Welche Differenz ist dann ist nicht in Ordnung? Das ist das Schwierige. Nee, müssen wir die Differenz sichtbar machen? Frau Attisch, ich würde jetzt nochmal zurück an die Einwanderungsgesellschaft, auch wenn es gut war, dass wir jetzt mal davon weg sind. Das wäre ja nochmal eine Frage, würden Sie sagen, diese Integrationsfrage betrifft die Dimension der Einwanderungsgesellschaft in ganz besonderem Maße, also die Menschen mit Migrationshintergrund, oder würden Sie Frau Furutan folgen, dass wir es letztlich als gesamtgesellschaftliche Frage diskutieren sollten, ohne explizit auf Migrationshintergrund einzugehen? Also da muss ich mich Naike anschließen. Also es war ganz klar, dass wir alle, glaube ich, uns darin einig waren, aufgrund auch unserer Erfahrungen, dass wir sagen, es ist gar keine einseitige Geschichte, selbstverständlich nicht. Und insofern ist der akademische Diskurs, den wir uns, der intellektuelle Diskurs, den wir gerade gemacht haben, sehr spannend. Ja, das ist, so intellektuell das ist, schon, ist jetzt auch wieder nicht. Ich fand das, doch, ich komme aus der Praxis. Entschuldigung, ich komme aus der Praxis. Deshalb wollte ich diesen Bogen dahin spannen. Also für die Leute, für die ich arbeite, ist das schon ein hochintellektueller und sehr abstrakter Diskurs. Und da möchte ich mich sehr anschließen. Denn am Ende geht es, wenn wir über Subkulturen sprechen, doch darum, um dieses hässliche oder schöne oder nicht gewollte Wörtchen Parallelgesellschaften. Und wie ist das jetzt mit dem Wort Integration, wollen wir heute, also darüber ist vorhin schon genug geredet worden. Also ich habe sobald aus diesen Subkulturen, ja, sobald aus den verschiedensten Subkulturen, egal wie Sie sie eben nennen, Parallelgesellschaft oder Subkultur, Feindlichkeit gegenüber dem Gesamten vorhanden ist, dann an dem Punkt wird es eben kein guter Vertrag mehr. An der Stelle müssen wir eingreifen und da kann ich auch nicht sagen, von allen Freiheiten, die unser Grundgesetz da bietet, ist das gedeckt. Also es gibt eben da auch seine Grenzen zu sagen, jeder nach seiner Fasson. Das ist ganz einfach. Und die Wertedebatte ist sehr kompliziert natürlich. Also wenn wir jetzt über Integration und Wertedebatte sprechen und Demokratie sowieso, dann stellt sich natürlich die Frage, wie viele Urdeutsche kennen ihre Verfassung? Wie viele leben wirklich demokratisch? Und insofern ist es selbstverständlich wichtig, wenn wir jetzt diesen zweiten Schritt machen wollten, hin zur Einwanderungsgesellschaft mit Einwanderungsgesetzen, die dann hoffentlich kommen. Ja? Erst dann können wir Einigkeit darüber, denke ich, finden, dass wir in dieser Gesellschaft, in dieser pluralen Gesellschaft wirklich, so plural wie wir sind, auch gemeinsam leben wollen. Und nicht in den hierarchischen Strukturen von Mehrheitsgesellschaft und Minderheiten und in dem, wer die Ansagen darüber macht, welche Werte. Aber wir dürfen dabei natürlich uns nichts vormachen, dass die Werte, die hier in diesem Land vorherrschen, sich im Grundgesetz und in der Verfassung widerspiegeln. Also dass die schon einzufordern sind, ganz einfach. Aber meine Frage an Frau Furutan war ja die nach der Öffentlichkeit. Und ich will jetzt Religionsgemeinschaften, nur weil Sie diese Beispiele genannt haben, nicht mit einem Sadomaso-Club vergleichen. Aber bei Religionsgemeinschaften scheint mir ja schon ein springender Punkt, wie auch immer man das genau sieht, dass man sagt, die müssen sich sozusagen für die Gesellschaft öffnen. Wir brauchen einen Dialog der Kulturen, der kulturellen Identitäten, der religiösen Identitäten. Und Frau Furutan hat jetzt im Prinzip nochmal gesagt, naja, aber in der liberalen Gesellschaft macht das halt jeder auch ein Stück weit, solange andere nicht stört, für sich aus. Und wir brauchen diese Öffnung nicht. Ich bin da noch nicht schlau. Ich fand diesen Feindseligkeitsmoment schon sehr wichtig, da drin zu sagen. Also wenn man sagt, wir adressieren die Gruppen in dem Moment, in dem eindeutige Feindseligkeiten artikuliert werden, die könnten wir aber auch unabhängig von Religionsgemeinschaft, wir adressieren ja auch Heidenau und Freital als feindselige Subgruppen. Absolut. Und müssen sozusagen in dem Fall dafür bestimmte politische Ansprachen entwickeln. Aber grundsätzlich ist es so, Religion ist vielleicht eben die ganz, wäre vielleicht genau der Moment, es hat ja ganz lange Kämpfe dafür gegeben, eben genau nicht religiös sein zu müssen und sich genau diesem Wertekonsens entgegenzustellen. Und das
das hatte seine ganz lange Tradition. Und jetzt sind wir in einer Gesellschaft, in der multiple Religiositäten gelten und absolute Gegenreligiositäten und nebeneinander bestehen. Und wir sagen, das ist das, was die plurale Gesellschaft ausmacht. Ob die sich treffen außerhalb, das war ja die Eingangsfrage, brauchen wir über den Verfassungskonsens hinaus noch einen Begegnungsraum. Das ist ja das, wo wir jetzt hier so ein bisschen versuchen, uns heranzutasten. Und ich meine, ich bin ja, ist ja bekannt, ich habe ja schon seit 1,5 Jahren fordere ich ja, dass es sowas wie eine Leitbilddiskussion braucht. Das meine ich aber nicht in dem Sinne werteorientiert, sondern politisch. Ja. Ich glaube, dass es eine politische Leitbildsuche braucht und die dass im Gegensatz zu werteorientierten Leitbildern, von denen man immer glaubt, sie müssen für die Ewigkeit halten, kann man bei politischen dann auch durchaus in bestimmten Zeitrahmen denken und sich sagen, wenn sich, keine Ahnung, Kanada ein politisches Leitbild gegeben hat, das heißt Unity within Diversity, dann richtet sich die Politik danach, diese Diversität und die Einheit herzustellen. Und uns fehlt das hier. Das wäre vielleicht etwas, was überhalb der Verfassung noch gedacht werden könnte. Vielen Dank. Herr Pavkovic, Sie haben schon den Finger gehoben. Machen wir es mal konkret. Wo kommen denn in Stuttgart die Menschen zusammen? Wo kommt die Gesellschaft in Stuttgart zusammen? Erstmal in der Familie. Also 40% der Ehe- und Partnerschaftsbindungen sind binational, bikulturell. 40%. Also, interessant. Viele gehen auch wieder auseinander. Aber im Prinzip... Das heißt, wir haben ja, jeder zweite Stuttgarter hat eine sogenannte Einwanderungsgeschichte. Also insofern ist das ganz normal Kindergarten, Schule, Ausbildung, Arbeit, Verein, Sportverein, andere Engagementfelder. Sie können gar nicht in Stuttgart leben, ohne mit anderen zusammenzukommen. Es gibt da diese strukturierten Orte. Interessanterweise, Frau Kröing-Eckardt hat es angesprochen oder jemand von Ihnen, obwohl wir eine multikulturelle Stadtgesellschaft sind, obwohl eigentlich Vielfalt Normalität ist, lernen Kinder und Jugendliche auf dem Lehrplan wenig, was interkulturelles, globale Kompetenz ist. Globales Lernen, interkulturelles Lernen sind in der dritten Welt. Das lernen die Kinder untereinander, im Peer-Lernen und so weiter. Aber im Grunde haben wir keine, auch in Deutschland tun wir uns schwer darüber zu reden, was ist gutes Leben, was ist gutes Zusammenleben. Wenn man auf dem Balkan ist, fragt man, wie läuft es dann mit Sex, mit einer Frau, mit dem Bett, wie viel verdienst du denn so in D-Mark früher, in Euro? Also Themen, hier ist es, wie Sie gesagt haben, freundliches Desinteresse, jeder lebt, wie er ist, bis auf die paar Türken vielleicht in Neukölln oder in Wedding, die da stören halt das Straßenbild. Jeder Jeck ist anders, sagt man in Köln. Und jetzt, seit wir 1 Million Geflüchtete haben in Deutschland, reden wir plötzlich, wie gelingt eine Integration von 1 Million Geflüchtete? Wie muss ein Refugee Guide aussehen, dass das Hörer nach Köln und der Afghane, der Nordafrikaner jetzt kapiert, was zählt in Deutschland, was trägt in Deutschland? Und da merken wir, wie schwer wir uns tun, darüber zu reden, auch zu streiten, über Konzepte des guten Lebens, gutes Zusammenlebens. Das ist Privatsache. In unserer Verfassung ist das Privatsache. Man kann auch darüber diskutieren, warum fliehen Menschen zu uns? Ein junger Syrer hat mir in Unterkunft gesagt, das sind alles Dumpfbacken, die von IS. Die kriegen kein Gewehr gebaut. Das kaufen die bei euch im Westen. Die verkaufen dafür das Öl an irgendjemanden. An wen? Das heißt, wir müssen mit den Menschen, wir reden ein Jahr über Flüchtlinge in Deutschland. Manche reden zu den Flüchtlingen in Deutschland, die Sozialarbeiter und die Ehrenamtlichen. Aber wir haben keine Formate des Dialogs mit Flüchtlingen. Die Orte der Begegnung sind bei uns die Flüchtlingsunterkünfte, die Stadtteilbücherei. Das heißt, wir kreieren auf Ihre Frage Orte, dass Menschen, die zusammenkommen, die sonst nicht zusammenkommen. Wir haben auch Parallelgesellschaften, Anthroposophen, Halbhöhenlage, ja. Der Anthroposophenbuckel. Die Ursuppe. Die Arbeitermilieus, Parallelgesellschaften, die sind nicht ethnisch, sondern sozial. Also wir haben in Stuttgart eher die Halbhöhenlage nach Höhenmetern, die Parallelgesellschaften. Die sind nach Einkommen gesplittet. Wenn Sie ins Gymnasium kommen, haben Sie geringe Wahrscheinlichkeiten, multikulturell, also andere Milieus zu erleben. Ja. Das heißt, die Grenze ist nicht deutsch-türkisch, vielleicht ist es in Duisburg oder anderswo anders,
sondern ab der 5. Klasse entscheidet Bildungsstand, in welcher Welt ich mich bewege. Das heißt eben doch Schule eigentlich als Schlüssel, als ein zentraler Schlüssel. Katrin, du hattest einen Punkt. Also da bin ich sehr dabei bei dieser Frage, wo gibt es eigentlich den Ort der Begegnung? Und wahrscheinlich ist die Schule der nochmal, weil man da halt nicht raus kann. Da muss man hin und da kann man auch nicht raus. Und wenn wir das vergeigen, dann haben wir für die Zukunft auch viel vergeigt. Aber ich wollte gerne nochmal auf die Idee von Naika eingehen, diese Frage nach der gemeinsamen Identität zu diskutieren. Weil ich glaube, das ist sehr wünschenswert und wir werden es nicht verordnen können. Also das, man kann sich daran beteiligen, man muss sich aber nicht beteiligen. Aber wenn es gelingen würde, dann wäre es etwas wirklich Großartiges, weil wir dann nicht mehr auf dem alleine sitzen bleiben, was wir sowieso schon kennen und sowieso schon wissen und was wir aber ja zum Teil auch nicht voneinander wissen. Also es gibt in Deutschland sehr viele Parallelgesellschaften und zwar lange vor Migration oder auch ohne Migration und erst recht ohne diese 1 Million, die jetzt so scheinbar systemrelevant zu sein scheint. Es gibt so viele Parallelgesellschaften, von denen ich nichts weiß, die ich nicht kenne und die in allen Generationen, an die sie sich selbst erinnern können, immer biodeutsch gewesen sind. Und was ist eigentlich diese neue gemeinsame Identität, mit der wir was anfangen können in einer globalen Gesellschaft, in einer Zeit, in der es große Verunsicherung gibt, nicht nur, weil man nicht mehr weiß, wo man eigentlich genau hingehört, sondern weil man das Gefühl hat, man kann Dinge nicht mehr einordnen. Es gibt sehr viele Konflikte auf der Welt, die einem keiner mehr erklären kann. Wo man auch nicht sagen kann, die da oben, die Politiker, die werden es schon irgendwie machen. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, sondern es ist so das Gefühl, es kommt alles sehr nah ran. Man kann es nicht einordnen und man weiß zugleich nicht so genau, wo man selber hingehört und wer man selbst ist. Und diese Debatte finde ich total lohnend, auch weil sie uns gemeinsam weiterbringen könnte. Und das betrifft ganz viele gesellschaftliche Bereiche. Also die Ökonomen reden davon, dass wir Fachkräfte brauchen und dass viele der Geflüchteten unter 25 sind und dass das eine super Chance ist. Die anderen reden darüber, dass die Deutschen ein bisschen bräsig geworden sind und dass vor allen Dingen die Abonnements oder die Auflage der Landlust steigt und es das wahrscheinlich noch nicht gewesen sein kann, wenn man sich irgendwie nur wohlfühlt. Und was das gute Leben eigentlich ausmacht in der Stadt, wie mobil wir sind, also nicht nur was den Verkehr angeht, sondern auch was die sozialen Strukturen angeht, das alles müssen wir diskutieren. Wenn wir es nicht tun, dann haben wir verloren und dann ist diese 1 Million, von der wir da jetzt reden, der Anlass dafür gewesen, dass wir es nicht geschafft haben. Und ich plädiere dafür, dass wir alles dafür tun, dass wir investieren in diese gemeinsame Debatte. Da gehört Geld dazu, da gehören Leute dazu, aber da gehört auch dazu, dass wir, diejenigen, die das können, sich dafür entscheiden, es auch wirklich zu wollen und sich nicht zurückzulehnen und zu sagen, oh, wir haben uns so daran gewöhnt, wie wir sind und jetzt lass uns bitte damit in Ruhe. Frau Attesch, wir sind schon im Landeanflug. Der Kongress ist übrigens noch lange nicht vorbei. Es gibt nächsten Morgen eine ganze Reihe von Workshops, wo wir die ganzen Fragen vertiefen und dann auch wirklich gemeinsam in kleinen Gruppen diskutieren können. Frau Attesch, in welchem Raum könnte denn diese Debatte über eine neue Verständigung, über eine neue Identität stattfinden? Wo müssen wir denn führen? Also ich denke, dass wir das seit Jahrzehnten versäumen, das an der Schule zu machen, im Kindergarten schon, in der frühkindlichen Erziehung. Also insofern war das schon etwas, was ich angesprochen hatte, dass ich bin sehr gerne in Schulen. Und wenn ich mit Schülern und Schülerinnen spreche, dann höre ich genau das. Niemand fragt sie danach, wie sie sich eigentlich fühlen. Und wenn sie Kinder fragen, bist du deutsch, dann bekommt man schon interessante Antworten. Ja? Oder bist du türkisch oder bist du kurdisch. Und das ist wichtig, dass dieser Ort sehr viel mehr konzeptionell überhaupt ernst genommen wird. Kindergärten, Schulen werden meiner Ansicht nach konzeptionell absolut ignoriert. Absolut. Sie werden nicht auf das Thema Einwanderungsrepublik, Einwanderungsgesellschaft vorbereitet. Wenn ich 90% der sogenannten Kinder mit Migrationshintergrund habe, kann ich nicht mehr das Curriculum der letzten Jahrzehnte benutzen und so tun, als ob vor mir urdeutsche Kinder sitzen. Das sagen Lehrerinnen, weil diese Kinder teilweise die Sprache gar nicht sprechen, die wir sprechen. Sie haben den Wortschatz einfach nicht, den man im Alltag mit seinen Eltern spricht.
ja, wir haben den Luxus. Du, hast du auch Kinder? Ja, ne? Genau, meine Tochter auch. Sie spricht drei Sprachen. Wir haben den Luxus mit unseren Kindern, dass die das alles können. Ja? Aber es gibt so viele Eltern, die ihren Kindern das Deutsch und auch wenn sie es sprechen, nicht in der Form vermitteln können, dass sie in der Schule bei allem mitkommen, was dieses Curriculum von ihnen bisher abverlangt. Der Wortschatz ist nicht da. Und deshalb ist das Konzept für die Einwanderungsgesellschaft am wichtigsten, ganz vorne da angesetzt im Kindergarten, in der Schule. Und selbstverständlich darf man dann Lehrer nicht alleine lassen. Wenn eine Lehrerin sagt, ich habe 25 Schülerinnen bisher gehabt und Schüler und jetzt habe ich noch 5 Flüchtlingskinder dazu und dann noch Inklusionskinder dazu bekommen, aber ich habe keine zusätzliche Unterstützung für diese Kinder, dann ist sie alleine gelassen. Und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn das nicht funktioniert. Und das geht aber seit Jahrzehnten so. Wir können das so schön, alles schön reden und alles debattieren. Es wird nicht das Zuwanderungsgesetz angefasst, schon viel zu lange. Das Einwanderungsgesetz hätte längst da sein müssen. Es wird eben nicht angefasst zu sagen, ja, wir sind ein Einwanderungsland, wie das vorhin auf dem Panel eben gesagt wurde. Dieses Mantra hat uns viel, viel Zeit gekostet. Und das hilft uns eben auch nicht weiter, wenn wir, darauf wollte ich vorhin hinaus, wenn wir das alles so schön hier akademisch auch schon wirklich für uns geklärt haben. Wir haben viele Identitäten. Es ist sehr spannend, in vielen verschiedenen Kulturen und Religionen zu leben. Aber sehr viele Menschen kommen da nicht mit. Die müssen wir auch mitnehmen können. Sehr viele Menschen, die dann uns gegenüber feindlich sind, weil sie Angst haben, dass ihnen was genommen wird. Ihnen wird, also vielen Menschen ist die Angst im Nacken, dass ihnen die Religion, die Kultur genommen wird. Und wir haben ein Problem, jetzt gerade bestätigt durch die Briten, dass es Menschen gibt, die sagen, Zuwanderung, Einwanderung nimmt mir was. Ja? Ich habe Angst, dass mir was genommen wird. Und diese Ängste sind meiner Ansicht nach nicht ernst genommen worden. Und die Briten sind nicht, sie haben das alle gehört, sie haben das alle mitbekommen. Die Briten sind zum großen Teil der Ansicht gewesen, das Land wird zerstört durch Zuwanderung, also müssen sie raus aus der EU, weil die Zuwanderung ist das Problem, die Einwanderung. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, AfD ist gegründet, Pegida ist gegründet, das müssen wir alles ernst nehmen. Auch hier haben die Leute Angst davor. Die Nationalisten werden stark in Europa. In Ungarn hat es angefangen, in Großbritannien, hier ist es so, in Frankreich ist es so. Warum? Weil alle Angst haben vor muslimischen Zuwanderern hauptsächlich. Vor muslimischen Zuwanderern. Und deshalb brauchen wir die Islamkonferenz auf europäischer Ebene. Wir müssen über die Religion, den Islam sprechen. Wir müssen darüber sprechen, das zu integrieren. Wir müssen unsere Kinder, und zwar alle, lehren, was ist der Islam? Die okay. urdeutschen Kinder genauso wie die muslimischen Kinder. Das geht eben nicht immer nur in die eine Seite und eine Richtung. Die Schulen sind meiner Ansicht nach der Ort, wo ja die Kinder auch überhaupt hinkommen, wo sie die Chance haben, anderen zu begegnen, anderen Lebensmodellen und Konzepten. Und von daher fehlt überhaupt ein Konzept für ein Einwanderungsland. Auf Vorurteile. Ich würde das auch unterstreichen, diese Frage nach dem Konzept für ein Einwanderungsland. Das hat sich ja jetzt in den letzten Jahren immer wieder so hin und her geruckelt, dass man mittlerweile dazu gekommen ist, zu akzeptieren, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Hat ja wirklich Ewigkeiten gedauert. Und in Wahrheit ist es so, wenn wir sagen, ab 2001 ist das politisch gesetzt worden mit der Zuwanderungskommission von Rita Süssmuth, dann war das in dem Moment erstmal nur ein politischer Akt, der das gesetzt hat, bis das in die Wahrnehmungsstrukturen der Bevölkerung geht und sich dann in Curricula umsetzt. In der Tat, wir können uns da hinsetzen und wir können verzweifeln und sagen, wenn 72% aller Kinder in Frankfurt am Main einen Migrationshintergrund haben, klappt das dann überhaupt noch, deutsche nationale Identität so homogen zu denken und die ganzen Curricula nicht mehr umzustellen? Ist man nicht irgendwann in der Bringschuld? Wir haben eben darüber gesprochen, wie ist das mit den ganzen Kulturinstitutionen in Deutschland, wo es überhaupt keine Abbildung gibt von der Pluralität, die es in Deutschland gibt? Oder was du eben gesagt hast, in den Verwaltungseinheiten. Und die Frage ist, ob es uns gelingt, im Rahmen dieser Anerkennung, ein Einwanderungsland zu sein, ein politisches Leitbild zu finden, das nationale Identität in Deutschland auf Basis dieser Pluralität definiert, ohne dass es manipulativ ist. Ja? Und das finde ich ganz wichtig, sich immer daran zu erinnern, dass auch nationale Identität eine Konstruktion ist. Und dass in dem Moment, in dem Deutschland entstanden ist, in all diesen Kämpfen 18
1948 in der Paulskirche etc. Der große Gedanke von Deutschland, der war, aus einem enorm vielfältigen ein Ganzes zusammenzusetzen. Und damals waren die Württemberger und die Pommerner und die Mecklenburger und die, was weiß ich, Pfälzer einfach vollkommen unterschiedlich und vollkommen heterogen und vollkommen plural. Deutschland hat eine Entstehungsgeschichte aus Vielheit. Darüber hat man die deutsche Identität gesetzt, eine Konstruktion von Vielheit. Dann hat es eine Phase gegeben, in der dieser ganze Gedanke, dass Deutschland schon immer plural war, vollkommen vernichtet wurde und eine ganz homogene Vorstellung von Deutschsein sich etabliert hat. Und wenn man sich heute mal so umdreht und die Leute mal fragt, was ist denn für dich typisch deutsch? Und jemand sagt, blond und blauäugig, und man guckt sich so hier im Saal rum und sagt, wo sind die denn dann alle? Fällt einem auf, dass sie so ein skandinavisches Modell von Deutschsein in ihrem Kopf haben. Wobei in Wahrheit zumindest 35% der Kinder hier durchaus schwarzhaarig, schwarzhäutig und schwarzäugig geworden sind und sind deutsche Kinder. Und das ist eben etwas, was man... Ja, sie waren es eben noch nie, aber im Narrativ hat sich das offensichtlich so verfestigt. Sehr interessant. Und die Idee, diese Vielheit zu erzählen, muss man eben versuchen, politisch so zu grundieren, dass es nicht etwas wird, wie du eben gesagt hast, was dann in einem bestimmten diskursiven Rahmen von allen abgenickt wird und die anderen über 50-Jährigen in Britannien sagen, aber British First heißt, die Einwanderer gehören nicht dazu. Und diese Spaltung, ja, oder hier auch, diese Spaltung zu erklären, dass diese neue Trennlinie entlang der Akzeptanz von Pluralität und der Gegnerschaft von Pluralität gerade funktioniert, das müssen wir machen. Und in den Gegnergruppen sind übrigens auch die Salafisten, ja. Die sind ja auch die, die ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Ihr seht es mir nach. Den Kongress zur historischen Dimension nationaler Identität machen wir hier auch noch, das ist versprochen. Bitteschön. Die Vielfalt muss man sehen. Immerhin hat London einen Bürgermeister pakistanischer Herkunft. Ich bin viel in Arbeitskreisen auf Bundesebene, Landesebene, kommunaler Ebene. Es sind weitgehend migrantenfreie Arbeitsgruppen, die über die Integration der Geflüchteten, der Einwanderer reden, Konzepte machen, Ideen entwickeln. Und solange diese Vielfalt, und dieses Podium ist jetzt nicht repräsentativ, solange... Inwiefern? Repräsentativ für diese migrantenfreien Denkfabriken, die dann überlegen, wie die Einwanderungsgesellschaft funktioniert. Also Vielfalt muss sichtbar werden und die Kompetenz auch der Vielfalt, nicht nur die migrantischen, sondern verschiedene Kompetenzen müssen hineinfließen, wenn wir überlegen, wie funktioniert die vielfältige Gesellschaft heute und morgen, auch mit Kompetenzen der verschiedenen Religionen. Momentan ist es leider so, dass wir darüber reden, wie der Ali eine duale Ausbildung macht und die akademische Reserve, die wir haben hier, im Prinzip migrantische, wird nicht genutzt für die gesellschaftlichen Wandel, sondern sie machen sich dann irgendwie in der Wirtschaft selbstständig. Vielen herzlichen Dank. Das finde ich einen extrem wichtigen Punkt, weil wir haben durch diese 1 Million in kurzer Zeit ja eine Situation, wo sich plötzlich Menschen für das Helfen begeistert haben, die das vorher nicht getan haben. Damit ist was unglaublich Positives verbunden. Es ist aber damit auch verbunden, dass die schon wissen, was gut ist für die, die da kommen. Und es ist manchmal total rührend und also wirklich finde ich anrührend, ja, wie sehr sich Leute engagieren. Aber natürlich auch im Zweifelsfall überfordern. Und genau ohne diesen Punkt, über den wir die ganze Zeit reden, da kommt auch was Neues in unsere Gesellschaft. Und ich glaube, da sind wir jetzt nach einigen Monaten auch nochmal zentraler an der Stelle, wo wir drüber reden müssen, was ist das, was uns gemeinsam ausmacht. Dazu gehört, das sage ich jetzt ganz am Ende sozusagen, wir müssen über Religion reden, da bleibt uns nichts anderes übrig. Also über die Freiheit von und zu Religion, aber wir müssen auch darüber reden, was wir eigentlich darunter verstehen. Die Christen in diesem Land sind es nicht mehr gewöhnt, über ihre Religion zu reden. Die wissen auch nichts davon in aller Regel. Aber das ist eine andere... Ja, die Religionsfreiheit, das meine ich ja. Von und zu Religion und beides. Und darüber, dass man das völlig klar ist, es gibt kein Gesetz, was über dem Grundgesetz und über unsere Rechtsordnung steht und über unsere ganz normalen Regeln. Jetzt erzähle ich am Schluss noch eine mini kleine Anekdote. Ich mache also gerade so einen Selbstversuch. Ich bin in den Wedding gezogen. Erst so in der Hoffnung, dass mich da nicht so viele Leute kennen. Das hat sich irgendwie nicht bewahrheitet. Aber ich wurde nur, und fühlte mich echt freier. Also weil ich dachte, kannst du bestimmte Sachen machen, die kannst du sonst nirgendwo machen.
Und mein schrecklichstes Erlebnis, was ich seitdem ich dort wohne hatte, war, ich bin mit dem Fahrrad auf dem Fahrradweg gefahren, aber auf der falschen Straßenseite. Und ich dachte so, in Charlottenburg hätte dich jetzt schon irgendjemand angepisst. Und dann pissten mich aber drei junge Männer an, die ganz sicher drei unterschiedliche Herkünfte hatten. Keiner hatte eine deutsche Großmutter, sagte, was glaubst du eigentlich, in Deutschland kann man das nicht machen. Und ich war wirklich verzweifelt darüber, dass das bisschen Freiheit, was ich mir erhofft hatte, ja, durch diese scheiß Überintegration jetzt schon Katrin, da kann ich nur sagen, komm zu mir nach Kreuzberg, da wird dir das nicht passieren. Ne? Ja, das glaube ich nie. Okay, meine Damen, meine Herren, ich danke herzlich für die Aufmerksamkeit. Einen dicken Applaus vielleicht nochmal an unsere Diskutanten. Der Vorhang geht für jetzt zu und es sind viele Fragen offen, aber ich hoffe, wir konnten ein bisschen zur Aufklärung beitragen. Und wie es jetzt weitergeht, sagt Ihnen mein Kollege Mekon Meskener.